Wieso müssen diese Tauschobjekte eigentlich immer größer und immer schwerer werden? Herzlich willkommen zum heutigen Tauschreporter. Gott sei Dank habe ich Hilfe von Julie Wenkel, Mitarbeiterin von unserem Tauschpartner Stefan Rindt, der mir gestern diesen neuen Tollmann eingetauscht hat. Allerdings habe ich jetzt zwei Probleme. Das erste Problem ist, wie kriege ich das jetzt wieder getauscht? Denn der Kontakt, den uns Stefan Rindt vermachen wollte, der hat leider nicht geklappt. Wir müssen also was Neues suchen. Das zweite, für mich jetzt naheliegendere Problem ist, wie trage ich das alleine? Denn Juli wird nicht den ganzen Tag bei mir bleiben. Also mal gucken, ob ich diese Probleme heute irgendwie gelöst bekomme. Auf geht's. Geht's noch? Ja. Dieses Kunstwerk war vor 2,5 Wochen noch eine Tasse. Seitdem haben mein Kollege Martin Wilger und ich uns fleißig nach oben getauscht. Und sind jetzt bei dem Gemälde von Beuys-Schüler Markus Tollmann. Ich bin gespannt, wer dafür Platz in seinem Wohnzimmer hat. Sehr gut. Vielen Dank. Viel Erfolg. Dankeschön. Und mal gucken, was draus wird. Toi, toi, toi. Tschüss. Erstes Erfolgserlebnis des Tages. Das Bild ist im Auto. Sehr schön. Jetzt heißt es, Ohren heiß telefonieren. Ich gehe sämtliche Kontakte durch, aber es sind anscheinend alle zu beschäftigt, um ans Telefon zu gehen. Gar nicht so einfach. Zum Glück habe ich ein dickes Telefonbuch und jetzt bleibt niemand mehr verschont. Meine Handyrechnung steigt, die Spannung aber auch. Sollen wir einfach mal vorbeikommen? Wie lange brauchen Sie? Ja, halbe Stunde. Alles klar. Ja? Also Sie sind vom WDR, richtig? Genau, die Tauschreporter. Die Tauschreporter, ist das jetzt vom Fernsehen oder? Nee, so richtig Fernsehen, so mit Bild. Also Sie müssen sich nochmal frisieren. Nein, nein, um Himmels Willen. Seien Sie so wie immer. Ich habe mich auch nicht frisiert. Alles klar, okay. Dann bin ich ja froh. Sie werden gleich sehen, warum, aber es erkläre ich Ihnen in Kürze. Okay, bis gleich. Ciao. Gut, tschüss. Ja, da klingt doch jemand sehr interessiert. Also, auf nach Düsseldorf. Und ich hoffe mal, dass wir da jetzt irgendwas endlich gebacken bekommen zum Tauschen. Von der Domstadt in die Landeshauptstadt zu Hans-Joachim Holtschoppen, einem Anlageberater. Vielleicht hat er was für mich. Oh, ist das ein Schmuddelwetter heute. Normalerweise um diese Uhrzeit stehen hier schon die Menschen in der Düsseldorfer Altstadt und trinken ihr Alt zum Feierabend. Heute natürlich nicht, weil Sauwetter. Deswegen habe ich auch mein Bild erst im Auto gelassen und ein Foto mitgenommen. Hoffe aber, dass ich gleich die Stimmung etwas aufhält, es endlich zum Tausch kommt und ich auch das große Bild vorführen kann. Dort werde ich reingehen und hoffentlich gleich irgendwas zum Tauschen finden. Hier muss ich richtig sein. Im berühmten Schnapsladen von Düsseldorf. Kann ich bei Ihnen Holz shoppen? Ja. Hallo, Jens Eber. Grüß Sie. Ja, doch, ich bin mal. Kommen Sie mal rein. Dankeschön. Ich muss mich erst so anschleichen. Ne? Ja, kein Thema. Nehmen Sie mal ruhig Platz. Alles klar. Dass wir rausschauen. Ah. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sie. Hallo. Ja. Ja, möchten Sie eintreten? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Okay, ich mache jetzt mal die Tür zu. Herzlich willkommen. Das ist das, was ich dabei habe. Ist natürlich jetzt nur das kleine Foto. Ja. Weil das große Bild hätte jetzt meine Kapazitäten doch bei Weitem überschritten. Okay. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie das aussieht. Ne? So. Den Künstler kennen Sie? Markus Tollmann? Sehr gut, ja. Und das Bild heißt Sushi Bar. Und das ist, glaube ich, ungefähr so 2,20 Meter, 1,10 Meter und 1,20 Meter. Das wäre quasi das, wo ich gerade stehe und was ich Ihnen anzubieten hätte. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht leicht zu tragen. Und auch nicht leicht zu übertreffen, denke ich. Und auch nicht leicht zu übertreffen. Jetzt, ja genau, das ist natürlich jetzt die schwierige Aufgabe für Sie. Sie haben schon so ein schelmisches Grinsen, als ob Sie schon so eine Idee hätten. Mhm. Aber wir müssen uns das überlegen. Ich weiß es noch nicht, wir müssen mal überlegen. Geschätzter Wert, so irgendwie um die, irgendwas zwischen 15, 17, 20.000 sowas. Wurde uns jetzt von Stefan Rindt gesagt in Köln. Das ist das, wo wir momentan stehen. Gut. Danke. Sie schlucken. Ja, puh. Das ist einmal vom Bluesfalter in der Finanzkrise. Vielleicht kommen wir erstmal auf den Beruf des armen Vermögensverwalters zu sprechen, weil ich da nur gerade mal so einen kleinen Blick reingeworfen habe.
Müssen wir mal schauen. Darf ich da mal gucken? Na klar, das interessiert mich nämlich gerade, weil ich sehe hier nur, also ein Monitor reicht Ihnen nicht, nein? Nein. Wir haben ja rein internationalen Börsen 24 Stunden. Das heißt, Sie müssen mal 24 Stunden up to date sein? Ist das nicht wahnsinnig stressig? Nein, ich selbst nicht. Wir haben natürlich mehrere Mitarbeiter, okay, die in 3-Schichtensystemen tätig sind. Und ich sag das mal, heißt, heute ist ein guter Tag für Sie? Ja? Ist das hier? Wenn man in diesem Markt involviert ist, ja. Sind Sie es? Wir sind leider nicht in diesem Markt. Das heißt, da weinen Sie jetzt gerade eine Träne hinterher? Nein, oder? Wir sind im Euro und da freuen wir uns gerade, weil er heute sich sehr stark bewegt hat. Kommen wir wieder zurück zu unseren anderen Geschäften. Ja. Ja? Nämlich den Tauschgeschäften. Ja, das ist jetzt schwierig. Ich müsste mir jetzt überlegen, bei einem Tauschgeschäft, ich gehe mal davon, es soll ein Gegenstand sein. Es muss ein Gegenstand sein. Es muss ein Gegenstand sein. Genau. Der nicht lebendig sein darf. Der nicht lebendig sein darf und der mich natürlich weiter voranbringt. Ich gucke mich auch schon gerade so ein bisschen um. Ja, das sind einfach so Geschäftsfreunde, die wir halt haben. Mario Adorf oder ja, Herr Teumann selbst. Okay. Wir haben mit den Botschafter aus Berlin, beide Herren zu Gast auf meinem Schiff. Schiff? Auf meinem Schiff. Sie müssen merken, bei solchen Wörtern springe ich mal an. Ne? Ja, Schiff. Ja. Ich denke ja schon ans Tauschen. Ne? Ans Tauschen. Leider sehr schlecht, ist am 31. leider untergegangen. Nein. Doch. Was ist da denn passiert? Wir wissen es doch nicht. Ich bin morgens angerufen worden, der Hafenmeister sagte mir, dein Schiff ist weg. Ich sag aus Spaß, schau doch mal runter. Der Witz hat sich schnell bestätigt. Er kam zu und sagte, es ist richtig, es ist runter. Es war ein halbes Jahr in der Werft, ich habe es bearbeiten lassen. Aber immerhin war keiner an Bord. Also es war nein, dann hätte man es gemerkt, dass es verhindern können. Ich merke auf jeden Fall, Kontakte, Connections sind da. Jetzt das Boot leider nicht mehr. Das scheidet als Tauschobjekt aus. Umgeschaut habe ich mich so ein bisschen. Jetzt weiß ich, in Ihren Kopf kann ich jetzt gerade nicht so reinschauen. Ja. Haben Sie noch? Sie hatten vorhin schon so eine Andeutung gemacht. Ne? Ja, aber das muss man zusammen überlegen, ob das geht oder nicht geht. Und okay, er telefoniert ja gerade. Nein, ich mach das nicht. Achso. Also, was wäre es denn? Oder worüber denken Sie gerade nach? Geht auch Bild zu Bild? Oder, Ja, ein Träumann, wie ein Träumann tauschen? Das wäre natürlich ein bisschen. Achso, ja. Wir haben Träumanns, die würden ihn schlagen. Weit, weit gehend. Hans-Joachim Holtschoppen zeigt mir in dem Buch das Bild mit dem Namen Porträt von Markus Tollmann. Dieses Kunstwerk hängt in seiner Wohnung in Meerbusch. Ein Relief, also okay. Was hat das mit dem Bild auf sich? Oder wie haben Sie sich das damals angeschafft? Ich war zum ersten Mal auf einer Vernissage. Ja, alle haben etwas gekauft und ich dachte, komm, du nimmst auch ein Bild. Da ich in Sachen Kunst überhaupt keine Ahnung habe, dachte ich, naja, wenn du dieses Bild nimmst, kannst du dich nicht so schwer treffen. Das war leider ein bisschen anders. Mein guter Geschmack hat sich gezeigt. Und was haben Sie dafür gezahlt damals? Ich meine 37.000 Euro. Ja. Auf jeden Fall ist das natürlich schon mal für mich ein toller Tausch, weil ich steigere mich deutlich im Wert und darauf kommt es an, für die Kinder. Und ich behalte ein Bild und habe was Vernünftiges getan damit. Dann machen wir erstmal Tausch, Foto gegen Foto. Richtig. Wir kommen morgen wieder zu Ihnen. Ja. Dann bringe ich diesen riesengroßen Schinken mit. Ja. Und dafür haben Sie das dann in der Zeit aus Ihrer Wohnung geholt. Richtig. Und dann machen wir wirklich dann Tausch Bild gegen Bild. Dann würde ich sagen, machen wir die Hand drauf. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Tollmann gegen Tollmann. Tollmann gegen Tollmann. Toll, ja. Sag ich. Toll, ja, super. Ein klasse Tausch. Rund 37.000 Euro ist das Porträt von Markus Tollmann wert. Dazu habe ich auch noch unseren Ring als Joker im Wert von 1.000 Euro. Ich komme irgendwie so nackt vor. Mit leeren Händen komme ich aus dem Haus wieder raus, allerdings nicht lange, weil morgen komme ich zurück und dann hole ich mir mein neues Bild. Tausch Tollmann gegen Tollmann. Und jetzt habe ich so viele Markus-Tollmann-Bilder in der Hand gehabt, dass ich den Künstler selber auch mal kennenlernen möchte. Das werde ich versuchen, bis morgen ihn irgendwie zu erreichen, weil jetzt will ich mal auch sein Atelier sehen und vor allem versuchen, dann dort mit ihm wirklich wieder weiter zu tauschen. Das dann morgen beim Tauschreporter. Mhm.